Heute geht es um die Achtsamkeitsmeditation und wie können Sie damit anfangen? Es ist verhältnismäßig einfach. Was benötigen Sie dazu? Sie benötigen erstmal, und das ist das Wichtigste, einen Zeitrahmen. Wenn Sie ganz frischer Anfänger sind, fangen Sie an mit 5 Minuten. Sperren Sie Ihr Telefon. Geben Sie sich wirklich 5 Minuten Zeit, keine E-Mail zu schicken, nicht erreichbar zu sein. Und ich weiß, für viele Menschen ist das ein ganz schwieriger Schritt. 5 Minuten. Flugmodus. Stellen Sie sich einen Timer, dass Sie sich nicht verlieren auf 5 Minuten. Mir ist es schon passiert, dass daraus viel länger wurde, weil ich irgendwo in Gedanken im Orbit verschwunden bin. Der Zeitrahmen. Dann gibt es verschiedene Methoden. Sie können sitzen auf dem sogenannten Sitzkissen. Sie können eine Sitzbank dazu benutzen. Und das Einfachste und für Anfänger, glaube ich, hervorragend geeignet ist ein Stuhl. Bitte setzen Sie sich an den Vorderrand. Nicht lehnen Sie sich nicht an. Wären Sie nicht so krumm. Sitzen Sie gerade mit dem Kinn nach unten. Gerade so, dass Ihre Füße aufstehen, dass Sie einen guten Halt haben in sich, dass Sie bequem sitzen. Die Hände können Sie so offen halten, nach oben hin offen. Sie können sie runter, wie Sie mögen. Was ist Ihnen angenehm? Es gibt da keinen Muss. Das gerade Sitzen, denke ich, ist eine Notwendigkeit. Das sollten Sie tun. Aber alles andere spielt nicht so die Rolle. Auf was fokussieren wir uns bei der Achtsamkeit? Bei der Achtsamkeit geht es ja um den Atem. Warum? Wir haben ihn immer dabei. Er ist immer uns zur Verfügung. Und er bestimmt letztendlich unser Leben. Der Atem, das sind wir, das ist unser Körper, das ist unser Geist. Wir beobachten, unser Fokus ist auf den Atem. Und das kann man auf verschiedene Art und Weisen tun. Ich habe dazu schon mal einen anderen Film gedreht, weil es vor allem für Menschen, die hochsensibel und für Menschen, die Traumata erlitten haben, schwere Verletzungen erlitten haben, wichtig ist, die richtige, für Sie richtige und angenehme Atemtechnik zu finden. Wenn Sie sagen, ist mir alles egal, fangen Sie an, Ihren Atem zu beobachten. Sie brauchen ihn nicht zu verändern, zu beobachten. Machen wir das jetzt mal für 1 Minute, für ein paar Atemzüge. Sie können Ihre Augen schließen oder Sie können sie ruhen lassen auf irgendetwas, was Sie vor sich sehen. Und dann beobachten Sie Ihren Atem. Könnten Sie bei Ihrem Atem bleiben? Oder waren das schon andere Gedanken? Und in der Achtsamkeitsmeditation geht es darum, zu erkennen, wann bin ich beim Atem und wann bin ich irgendwo anders. Wann hüpft unser Geist? Und er kann ganz schnell hüpfen. Das zu registrieren, das ist Ziel dieser Übung, dieses Achtsamkeitstrainings, was nichts anderes ist als ein mentales Training. Wir üben das Fokussieren auf etwas zu bleiben. Warum? Weil, wenn wir es geübt haben, wir auch andere Sachen erkennen. Letztendlich kann der Atem uns immer auch so eine Homebase geben. Wir sind zu Hause, wenn wir unseren Atem spüren. Ich bin mein Atem. Und ich kann, während ich mich auf meinen Atem fokussiere, auch erkennen, wie andere Emotionen
Reaktionen von mir da sind und ich darauf reagieren kann, aber nicht muss. Das ist Ziel jedes Achtsamkeitstrainings. Und ich weiß, viele Menschen mögen das Wort Meditation nicht. Warum? Es klingt nach Esoterik, das klingt nach, ach, Wuschi, für viele. Wenn Sie damit Probleme haben, nennen Sie es Fokussierungstraining. Wir alle lassen uns viel zu schnell stören und sind überall mit unseren Gedanken. Nur nicht da, wo wir sein wollen. Und darum geht es in der Meditation. Ich bleibe bei der Atmung. Und ich merke, wenn ich ganz woanders bin. Um diesen Unterschied zu merken, die Toleranz zu entwickeln, immer wieder zu bemerken, dass der Geist ganz woanders ist, nur nicht beim Atem. Das ist Arbeit. Das ist nicht immer nur ein Vergnügen. Und es lohnt sich, weil wir damit Wahlmöglichkeiten haben. Unseren Ängsten nicht mehr ausgeliefert sind, sondern ein anderes Verhältnis zu unseren Gefühlen zu bekommen und wissen, dass Gefühle kommen und gehen, dass wir sie beobachten können in unserem Körper mit Gelassenheit. Und stellen Sie sich mal vor, Sie könnten das. Ja, und es bedarf der Übung. Bitte, tägliche Übung. Fangen Sie mit 3 Minuten, fangen Sie mit 5 Minuten an. Täglich. Es ist wichtig. Einmal für eine Stunde hilft nicht. Das Tägliche, dieses ständige Üben hilft. Und wenn wir ein Meister in irgendetwas werden wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu üben. Mit uns, für uns. Machen Sie es für sich. Machen Sie daraus einen Akt der Selbstliebe. Ich nehme Verantwortung an und sitze. Nehme mir Zeit. Schließe meine Augen. Und gehe zum Atem. Und beobachte meinen Atem. Und wenn dann Dinge kommen, in meinem Geist kommen, in Ihren Geist kommen, die da nicht gerufen worden sind, die alleine kommen, warum auch immer, dann gehen Sie wieder liebevoll zu Ihrem Atem zurück. Immer wieder zu Ihrem Atem zurückkehren. Das ist die Übung. Hört sich einfach an, ist einfach und manchmal doch auch sehr herausfordernd. Es lohnt sich. Fangen Sie an. Heute noch. Bis zur nächsten Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Liebe. Ja? Und wenn Sie Fragen, Anmerkungen haben, würde ich mich wie immer über einen Kommentar sehr freuen. Bis dann. Tschüss.